Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matthew, und ich präsentiere euch heute kein Update-Video, sondern ein Special-Video. Ein Special-Video zu dem Thema meine Top 10 Lieblings-Comic-Verfilmung. Wir fangen auch direkt mit den ersten Filmen an. Es ist eine DVD mit Al Pacino, Dustin Hoffman, Madonna und Warren Beatty, und zwar Dick Tracy. Ja, ich finde diesen Film geil. Es ist ein Comic-Film. Ich mag diese Art des Films. Ich finde dieses übertriebene, leicht kunstartige, sehr genial, also schon richtig comic-mäßig. Diese übertriebenen Figuren hier, ist ja nichts Normales, aber finde ich irgendwie genial, richtig nett gemacht. Standard-DVD, ohne Wendecover, eine Kindheitserinnerung, wirklich für mich, und deswegen ist das meine Top 10. Als nächstes kommt ein Film, so typisch 80er-Jahres-Style, von der Musik, von den Klamotten. Tim Robbins spielt mit. Es ist ein Film von George Lucas, oder besser gesagt, George Lucas präsentiert Howard the Duck. Ne. Geil. Also ich liebe diesen Film. Und wenn die mal einen Howard the Duck Film machen, bitte im Kostüm und nicht computeranimiert, weil das fand ich richtig goldig. Viele finden ihn trashig. Er hat auch nur einen großen Stern, glaube ich, in vielen Fernsehzeitungen. Aber für mich ein geiler Comicfilm. Das ist meine Platz Nummer 9. Und deswegen habe ich diesen Film nicht nur auf DVD, sondern auch auf Blu-ray. Cover finde ich hier auch ein bisschen besser als wie bei der DVD. So sieht auch dann die Disc aus. Es ist ein richtig geiler Film, sogar von Marvel. Da steht's, Marvel. Ja, er spielt auch in Guardians of the Galaxy mit. Der Ente als computeranimiert, sieht man den ganz, ganz klein. So, jetzt waren wir bei 9, jetzt sind wir bei 8. 8 ist schon ein etwas härterer Comicfilm, ab 18 Jahre. Es spielt der Vater von Charlie Sheen mit, und zwar Martin Sheen. Es ist ein Film mit, wie heißt er nochmal, Michael J. White, danke, da steht er, und zwar Spawn. Nicht der Beste, aber irgendwie mal was Geiles, Neues. Dieses Kostüm finde ich super. Als er da runterspringt in diesen Saal und dieser Mantel breitet sich aus, finde ich richtig geil animiert. Er hat seine Momente, er hat auch seine Schwächen. Hier dieser Bösewicht, der Oberbösewicht im Endeffekt, dieser Teufel, sieht natürlich sehr CGI-mäßig aus und sehr schlecht CGI. Der hat sogar Asylum mit Sharknados bessere CGI-Effekte als dieser Film. Aber der hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Puckel. Und das ist Spawn. Auch hier mal wieder nicht Hashtag Kassenbon-Matti. Da habe ich es noch nicht so oft gemacht mit den Kassenbons reinlängen. Und das war meine Platz Nummer 8, Spawn. Auf Platz 7, auch ein Film, wo ich im Kino war. Und ich liebe diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich vorher nicht gewusst habe, dass es ein Comicfilm ist. Ein Film mit Wesley Snipes, Udo Kier, Steven Dorff, und zwar Blade. In dieser schönen Uferhülle oder BMG-Hülle, nicht Ufer. Ufer BMG. Also diese Höhlen sind schon selten, auch top gepflegt noch bei mir, aber der Film ist für mich auch ein sehenswerter Comicfilm. Standard-DVD, ungeschnitten, ein Muss, dass er immer wieder mal in meinem Player landet. Und das war Blade auf DVD. Ja, ich habe viel zu viele Comicfilme auf DVD, merke ich gerade mal wieder. Genauso wie der nächste. Chloe Grace Mortis, Nicolas Cage in Kick-Ass. Ja, geil. Blöde Sprüche, coole Musik drin. Big Daddy, a.k.a. Nicolas Cage, Hit Girl, a.k.a. Chloe Grace Mortensen. Toller Film, richtig toller Film. Hier Kick-Ass, der absolute Nerd, der verprügelt wird. Geil. Also den gucke ich mir gerne auf Deutsch an, den gucke ich mir auch sehr gerne auf Englisch an. Also auch wieder ein Film, den ich mir gerne reinziehe. Standard-DVD, nichts Wildes, nichts Tolles. Teil 2 gibt es davon, aber den finde ich wieder um Welten schlechter, weil irgendwie macht es Nicolas Cage in diesem Film. Und das war, so gesehen, wieder mal ein Comicfilm. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind schon bei Platz 5 jetzt. Oh mein Gott, ich habe noch einen fünften Film. Und zwar The Amazing Spider-Man. Andrew Garfield. Erinnere mich wirklich an diese Zeichentrickserie. Andrew Garfield war für mich ein geiler Spider-Man-Darsteller. Nicht so wie der neue da. Den mag ich irgendwie nicht. Ich könnte kotzen, wenn ich den sehe. Emma Stone spielt mit. Richtig geile Geschichte, richtig geile Effekte.
Hier ist auch nochmal ein Code, wenn ihr den haben möchtet, nehmt den. Wenn er funktioniert, seid froh. Wenn nicht, tut es mir leid. Für mich auch ein Muss, diesen Film öfters zu gucken. Ja, ich habe die anderen auch, aber für mich Amazing Spider-Man und Amazing Spider-Man Electro mit Jamie Foxx, geile Filme. Die besten Spider-Man-Teile für mich. Und jetzt sind wir schon fast bei den letzten Filmen angelangt. Und zwar jetzt ein Film mit Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, The Dark Knight. Ja. Ja. Absoluter geiler Scheiß. Christian Bale ist für mich der Batman-Darsteller. Da kann Ben Affleck nicht mitmachen. Auch hier dieser neue Batman-Darsteller hier von Twilight. Wirk. Das ist für mich der Batman-Darsteller, Christian Bale. Heath Ledger und auch Joaquin Phoenix sind die Joker-Darsteller. Beide haben auch einen Oscar verdient. Und hier ist leider Heath Ledger danach gestorben. Für mich ein grenzgenialer Comicfilm. Standard-DVD ab 16 Jahre. Für mich ein absoluter Muss, diesen Film öfters mir reinzuziehen. Und das war The Dark Knight, Batman. Genauso wie der nächste ist auch so ein Anti-Held. John Travolta als Bösewicht, Tom Jane als guter The Punisher. Ihnen werden seine Frau und Kinder und seine ganze Familie hinterrücks erschossen, weil er ist so ein Spezialagent, der außersehen seinen Sohn umbringt, oder besser gesagt, er wird beim Einsatz umgebracht und John Travolta rächt sich. Brutal, ja, es ist die Kinofassung. Gut gemacht, richtig geile Action, man fiebert mit, man ist gefesselt von Anfang bis zum Ende. Ich sag nur diese Szene mit den Schweißbrenner und dem Eis. Hier ist die DVD. Und diese Edition kam auch letztens noch als ein sehr geniales Steelbook raus. Und das darf natürlich nicht fehlen. Da ist es. Da ist die Kinofassung drauf und auch Uncut-Kinofassung und eben halt der Extended Cut. Naja, Extended Cut sind ein paar Szenen mehr drin. Aber ich fand dieses Steelbook richtig geil gemacht. Rückseite und auch Vorderseite. Und das war meine Nummer 3, The Punisher. Ich finde Punisher geil. Meine Nummer 2 und ein absoluter Muss ist Deadpool. Blöde Sprüche, geiler Soundtrack, ein Held, der kein Held ist im Endeffekt für mich, aber einfach nur kultig rüberkommt. Standard-DVD im schönen Steelbook. Ich habe DVD gesagt. Blu-ray, sorry, Blu-ray. Standard-Blu-ray in einem richtig geilen, geprägten Steelbook. Musste in meiner Sammlung landen, genauso wie dieses geile, die geile Hardbox. Ja, limitiert auf 555 Stück und ich habe die 287. Und jetzt noch einmal. Oh, ich liebe diesen Sound von diesen Hardboxen. Und das ist eine große Hardbox. Selten zu kriegen in Saturn oder Mediamarkt. Und die war exklusiv für Mediamarkt. To Disc, also einmal Teil 1 und Teil 1 in DVD und Blu-ray. Mit einem kleinen Infoheftchen. Und das ist meine Nummer 2 in Comicfilm. Deadpool. Und meine wahre Nummer 1 ist, habe ich auch schon mal in einem Special-Video gesagt, The Crow. Brandon Lee. Diese Düsterheit, diese düstere Musik, die Effekte, der Soundtrack, da stimmt alles. Hier ist ein Lenticular-Cover. Richtig geile Edition, ab 18 Jahre und für mich mein absoluter Lieblings-Comicfilm. Ich liebe The Crow. Ja, es gab eine Serie, es gab Crow 2 und Crow 3, die kommen nicht an diesen Film dran. Das ist ein Meisterwerk für mich, ein absolutes Meisterwerk. Und das waren meine Top 10 Lieblings-Comicfilme. So sieht es innen drin aus, sehr schlicht, sehr einfach, aber ein grenzgenialer Film. Und zwar The Crow. Und ich wünsche euch einen schönen Restmontag. Wir hören uns, ihr seht mich. Bis demnächst. Haut rein und tschüss.